Hallihallo, ich bin so wieder euer Knossi und willkommen zu einer neuen Serie, zu einer neuen Episode, nämlich zu GTA Road to 100%. Heute spielen wir Franklin und aus einem ganz besonderen Grund, den werden wir aber gleich noch erwähnen, genau. Ich habe ja die Story durchgezockt, relativ schnell, und da haben ja viele gemeint, ja, du hast doch nicht 100%, das zählt nicht und so weiter. Und für 100% gehört natürlich noch mehr dazu. Es gehört dazu, dass wir alle Monster-Jumps machen, es gehört dazu, dass wir alle Briefschnipsel einsammeln. Es gehört noch vieles, vieles dazu. Ich habe noch ein paar Fremde und Freaks, die erst durch diese Collectibles freigeschalten werden. Und eines von diesen Collectibles machen wir heute, nämlich, ihr seht es schon oben in der Überschrift, die Briefschnipsel einsammeln. Auf der ganzen Map, für die es nicht wissen, sind 50 Briefschnipsel verteilt. Hier ist übrigens meine coole Karre, da steigen wir auch gleich mal ein. So, mit dem Hund, denn den Hund brauchen wir, der hat nämlich auch eine ganz, ganz besondere Funktion. Ich werde jetzt auch hier mal das Radio so einschalten, dass ich da jetzt keine Copyright-Probleme habe. Schau mal, was ist unbekannt? Das hier. Und ja, ich werde heute alle Briefschnipsel suchen. Ich habe schon, wie wir hier auf den Statistiken, glaube ich, ist das, sehen, allgemein. Ja, Briefschnipsel 49 von 50. Ich sehe schon, U-Boot-Teile habe ich auch schon alle zerstört, der Verkauf steht, habe ich noch immer nicht. Ja, die Briefschnipsel heute werden wir den letzten zusammen sammeln. Ich weiß, wo er ist, oder ich weiß, in welcher Umgebung er ist, aber ich habe ihn nicht gefunden, obwohl ich ewig lang dort herumgesucht habe. Ich habe mir einfach gedacht, gut, das benutze ich für die Serie, weil danach wird sich, ich will jetzt kein Spoiler sein, also alle, die jetzt, die nicht irgendwie spoilern wollen, die wirklich auch vorhaben, alle 50 zu sammeln, die sollten jetzt eigentlich wegschalten, denn ich werde jetzt noch ein bisschen was drüber erzählen. Und wer es nicht vorhat, also wer sich denkt, gut, das ist mir zu viel Arbeit, ich schaue jetzt da lieber zu, soll jetzt dranbleiben, denn ich werde in 3, 2, 1 sagen, genau, also die, die jetzt nicht freigeschalten haben, Pech. Ich werde, also es wird sich, nachdem er alle 50 Briefschnipsel eingesammelt hat, sollte das Ganze zusammen eben einen Brief ergeben, und der erscheint nachher, wenn man zu Franklin switcht, oder wenn man bei Franklin schon oben ist, glaube ich, erscheint er einfach so. Und danach kommt ein neues Fragezeichen, glaube ich, auf die Karte oder irgendein anderes Zeichen, neue Mission, wo man hin muss. Und was dort passiert, weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht, habe ich keine Ahnung, da wollte ich mich selber auch nicht zu sehr spoilern lassen, denn sonst macht es ja auch keinen Spaß mit der Mission. Und da jetzt 6 Kilometer zu fahren, ist auch ein bisschen komisch, aber das Auto geht, hoppla, geht richtig gut ab, auch mit dem roten Rauchqualm hier. So, bleiben wir stehen. Ja, das war übel nice aus. Ich muss noch etwas dazu sagen, ich habe mit Michael am meisten Spielzeit, und da habe ich mir auch, wo ein paar Freunde und Freundinnen bei mir waren, so ein bisschen LAN-Party, sag ich mal, mit ein paar Fernsehern, hab ich mir ein Bugatti gekauft um 1 Million im Internet, wie dumm ich bin, weil den gibt's ja auch normalerweise so. Ja, und irgendwie habe ich gedacht, das spawnt automatisch wieder, wenn ich ihn zerstöre, oder wenn ich ihn einfach irgendwo liegen lasse, dann spawnt er neu in der Garage. Bei den Flugzeugen und bei den Helikoptern ist es genauso. Also, ich weiß, das habe ich reingeblasen, ne? Ich weiß nicht, warum der verschwunden ist, oder ob das bei Autos generell so ist. Kann ja bei Autos so sein. Fand ich natürlich schade, dass ich da 1,1 Millionen verpulvert habe, weil ich habe ihn dann noch aufgemotzt ohne Ende. Naja, kann man nichts machen. Ich habe jetzt wieder einen neuen Bugatti. Diesmal habe ich ihn mir geklaut. Auf die alte, moderne Weise. So. Und mit Franklin muss ich auch sagen, ist die einzige Spezialfähigkeit, Stepper, die ich auch benutze, wie hier gerade. Hier habe ich es zu spät eingesetzt. Und ich will auch wissen, was ihr von der Serie haltet. Wir sind jetzt, ich würde sagen, ich überspringe mal das Ganze. Ihr seht auch kurz auf der Map, wo wir sind, also wo wir hin müssen. So. Und ich würde sagen, wir sehen uns, wenn wir dort sind. So, willkommen zurück. Wir sind jetzt hier schon im Wald angekommen. Ihr seht hier, wir sind jetzt eigentlich, wie heißt das? Hier raufgefahren von hier unten.
Hat jetzt ein Zeitlang gedauert, ihr habt das ja Ganze vorgespult gesehen. Und ich muss es gleich sagen, also falls ihr euch den Briefschnitzel holen wollt, holt ihn euch. Ich weiß wirklich nicht, wo er ist, deswegen habe ich auch den Job mitgenommen, spiele heute Franklin. Ich weiß nur, dass er hier in der Umgebung ist. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er direkt beim Holzlager oben ist oder hier. Irgendjemand hat mir gesagt, dass es hier in dem Abteil ist. Komm, Job. So. Und Job kann nach Dingen suchen. Wenn man auf ihn drauf geht und nachher LT, das ist, glaube ich, also der hintere Trigger, kann ich jetzt RT klicken für Job nach aufnehmbaren Objekten suchen. Und da rennt er schon, das heißt, hier muss es irgendwo sein. So, wo haben wir denn was? Hier ist es wirklich, Leute. Hier haben wir den letzten Briefschnipsel. Danke, Job. Hier unten hätte ich gar nicht gesucht. Ich hätte eher weiter oben gesucht, bei dem Dingens da. Bei den Holzflöcken. Danke, Job. Ich werde danach irgendwie füttern oder was weiß ich. Zufriedenheit ist natürlich am Tiefpunkt, weil ich ihnen nie was zum Essen gebe auf meiner App. Sehr nice, sehr, sehr nice. Jetzt, also die Leute, die jetzt nicht gespoilert werden wollen, sollten jetzt wegschalten. Ich glaube zumindest, dass jetzt so ein Brief erscheint. Oder auch nicht. Ah, doch, genau. Und den lesen wir jetzt. Die das nicht lesen wollen oder die überspringen das einfach. Ich werde irgendwo eine Zeit einblenden. Aber ich werde es mal vorlesen. 15. März 1945, zu Händen David Richards. Mein lieber David, hör mal, ich weiß, du bist etwas sauer wegen meiner Indiskretion oder irgendwie sowas französisch, wie es die Franzosen wohl nennen würden. Aber du sollst wissen, dass es wirklich nicht mehr war als das. Eine kleine Indiskretion. Ich gebe dir aus vollem Herzen recht, meine Handlungsweise war unmenschlich, aber das muss nicht schlechter sein. Unmenschlichkeit ist die Essenz, die Währung und das Lebensblut des Künstlers. Erst meine Unmenschlichkeit macht mich menschlich. Nur durch meine Unmenschlichkeit kann ich zu den Leuten mit der moralischen Autorität des Sünders und des Schöpfers zugleich reden. Ich musste sie töten und ich musste es auch auf diese Art tun. Auf die Art, die mich am meisten geschmerzt geschmerzt hat, indem ich sie langsam und qualvoll folterte und dann Erinnerungsstücke von unserem Beisammensein an ihre Familie schicke. Und in all den Jahren seither musste ich ihre Familie ab und an immer wieder in weiteres Leid locken, nur um zu beweisen, wie gut ich doch das Leid verstehe und wie ich es als Künstler am besten darstellen kann. Ist es nicht besser, dass eine Familie leiden muss, damit der Rest der Welt meine Meisterwerke genießen kann, um dadurch belehrt und geläutert zu werden? Stell die Frage erst gar nicht. Die Antwort darauf ist zu offensichtlich. Und wenn du sie falsch beantwortest, nun, dann bist du nicht der Mann, für den ich dich hielt. Aber wir sollten uns nicht mit solchen Trivialitäten herumschlagen. Wir sind Künstler, mein Freund. Die Letzten einer aussterbenden Gattung. Ich fürchte mich schon vor dem Tag, wenn du dich zur Ruhe setzt und Solomon ans Ruder lässt. Sicher, ich mag den Jungen, aber er ist ein erbarmungsloser Stümper, der keinen, was steht denn da? Also Funken deiner Leidenschaft besitzt, deiner kreativen Begeisterung. Er ist ein feiger Moralist im Körper eines dekanten, braven Weinwood-Bürgers. Solomon ist, glaube ich, der Filmproduzent, der auch in der Story vorkommt. Er versteht einfach nicht, wieso wir uns so verhalten. Nicht, weil wir es können, sondern weil wir es müssen. Und das ist der Kern des Ganzen. Manche Menschen nutzen ihre Position in dieser Stadt zu ihrem eigenen Vergnügen aus. Als könnte es wirklich Spaß machen, mit mehreren jungen Mädchen zu schlafen, Anhalter zu foltern oder Hunde zu essen. Das ist einfach schrecklich. Ich mache so etwas nur, um es mal erlebt zu haben. Damit meine Kunst wahrer, tiefer und bedeutsamer wird. Und ich glaube, du weißt das auch. Ich kann es kaum erwarten, bis du mein neues Skript für Lyrit gelesen hast. Ich habe all die Klischees ausgemerzt, die Shakespeare-Stücke so ruiniert haben. Und ich habe die Kraft gefunden, das Moment, die Sache, über die wir uns in jener herrlichen Nacht in Mexiko unterhielten, als wir die Nutten dafür bezahlt haben, sich gegenseitig
abzustechen. Das ist wirklich krass. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du und Rachel eure Probleme gelöst habt. Ich freue mich schon darauf, schon bald mal wieder freitags für uns alle zu kochen. Du warst schon immer eine Inspiration für mich. Dein Freund Dreifuß. Also eigentlich ein heftiger Brief von Dreifuß an David Richards. Ja, ihr könnt ja nachsehen, ob das wirklich 50 Papierschnipsel sind, die sie verarbeitet haben. Auf jeden Fall, die Identität und Aufenthalte des Mörders wurden aufgedeckt. Und ich glaube, wie viel haben wir jetzt? 11 Minuten. Ich glaube, Dreifuß, also zum Killer, gehen wir in der nächsten Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die Serie weitersehen wollt, also wirklich, bis ich 100% habe, dass ihr auch viele Monster-Stunts seht, dass ich da ein bisschen drüber schanze, dass ich mit dem Michael noch die letzte, was ist denn das, irgendeine komische Mission, Epsilon-Mission mache. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet das Video mit einem Daumen hoch. Vielleicht schaffen wir wieder so 150, 200 Daumen nach oben. Würde mich freuen und somit sage ich Tschaußen, bis zum nächsten Mal. Euer Knosti.